Nun machen wir das mal so gut wie professionell wie möglich, kann man das so sagen? Ist früh am Morgen für mich, entschuldigt mich, wenn ich irgendwelchen Nonsens reden sollte. Das ist jetzt die Reaktorkammer. Unisoliert, nur mit Edelstahl. Dann hier ein Becher drauf, der 60, 70 Grad müsste er schon aushalten, denke ich mal. Ne? Naja, und hier ist dann meine Anode drin. Siehst du, als Kathode habe ich das noch gar nicht probiert. Das muss ich immer noch mal machen. Aber erstmal machen wir es so, wie wir wissen, dass es geht oder gehen soll. Ja, dann kann man hier schön die Höhe einstellen. Das ist alles vergossen und hier kommt dann noch eine Dichtung drauf. Wenn ich dann meine perfekte Höhe eingestellt habe mit einer Kontermutter. Und dann müsste das dicht sein. Tja, die Gase, wenn welche entstehen sollten, gehen hier in den Bubbler rein. Mal gucken. Tja, und dann kommt das einfach in so eine Styropor-Assiette, sagt man so dazu. Deckel drauf. Später kann ich ja dann noch Schläuche reinlegen und so weiter und so fort. Erstmal gucken, aber ich denke schon, dass das dicht ist. Ne? Ich stelle das jetzt doch mal unten auf den Grund. 60 Grad müsste das schon aushalten, hoffe ich mal. Ist ja für Essen gedacht, ne? Also ein bisschen Temperatur muss das schon aushalten. Obwohl, doch nicht. Zum Glück habe ich mich jetzt in der Höhe vermessen hier, habe das ein bisschen falsch ausgeschnitten. Jetzt muss ich was unterlegen. Und dann tue ich doch mal so einen Keramikteller mit drunter legen. Naja, also den Teller hier nehme ich jetzt doch nicht zum drunterlegen. Hat sich dann so ergeben, dass ich den Plus vergessen habe festzumachen. Ja, jetzt hier das Gestell rundherum, Krokoklemme. Mal gucken, ob das hält mit dem Heißleim hier. Mal schauen, ob es an der Stelle so heiß wird. Wäre ja schön, ne? So 60 Grad dann rundherum. Das wollen wir ja eigentlich. So, das kommt jetzt hier rein. Und dann gucken wir mal. Ich habe jetzt 3 Liter Wasser. Sind wir gerade bei 14,3 Grad. Also 3 Liter Wasser sind jetzt hier drin. Ja, könnt das hier so sehen. Und ich hoffe mal, das ist jetzt professionell genug. Die Temperatur ist momentan. Na, willst du? Bei 16,9 Grad Celsius hier in der Sekundärkammer. Befeuert wird es jetzt mit 5 Alaun-Akkus in Reihe, wovon eine nur noch 10 Volt hat. Also schätze ich mal, dass ich so um die ja schon 56 Volt ungefähr bin. Gut, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Aber wie geht's? Einschalten. So, erstmal leuchtet nur die 18 Watt Glühlampe und die Stromaufnahme ist irgendwas unter 50 Milliampere. So, jetzt müssen wir die hier überbrücken, dass wir. Aha. Und das war eine Sicherung. Na, sowas. Nun läuft's. Der Schalter war noch falsch angeklemmt gewesen. Geht es jetzt auch, wenn ich das wieder abnehme hier? Nee. Also, die Glühlampe am Eingang bringt es so gar nichts. Ja, vielleicht dann, wenn es richtig warm ist. Hoppala. Die Stromaufnahme ist unter 50 Milliampere. Mal gucken, ob wir hier drin was sehen. Ja, hier seht ihr es. Das geht ganz gut. Und wie viel Grad haben wir? Na gut, das kann man jetzt unter Ulk verbuchen. Ja, die stürmen hier ganz schön rein, diese Pulse. Und da spielt auch das Thermometer verrückt. Also, wir starten jetzt jedenfalls mal und in genau einer halben Stunde schalten wir mal ganz kurz aus, gucken mal, wo die Temperatur ist. Vorhin war sie bei 17 Grad Celsius, habt ihr ja gesehen. Also ich gehe mal noch nicht davon aus, dass in der ersten halben Stunde viel passiert. So, jetzt sind wir an der. Ne, ist immer noch so um die 50 Milliampere, passt schon. Gut,
Dann bis in einer halben Stunde. Ja, langsam wird es doch so, wie wir uns das vorgestellt haben. Hm? Zumindest optisch. Meine Scheiße, sieht das geil aus. Hm? Also auch wenn nur 100% Wirkungsgrad rauskommen sollten. Das Ding behalte ich auf alle Fälle. Ja, wow. Na, so genau ziemlich eine Dreiviertelstunde. Ihr seht, wo die Stromaufnahme hingefallen ist. Und wie es trotzdem noch klingt. Da ist noch ordentlich was los, aber kein Licht mehr hier drin. Trotzdem pulst es noch ordentlich. Ist das jetzt der Punkt, wo man das kalte Fusion nennen kann? So, ich muss mal noch 12 Minuten warten, dann kann ich die nächste Messung machen. Na, die erste kann ich leider nicht gelten lassen, da hatte ich die Nadel noch ein bisschen zu hoch eingestellt. Jedenfalls, als ich da nach einer halben Stunde geguckt habe, war er aus. Aber das Wasser war immerhin schon um 0,1 Grad wärmer gewesen als vorher. Du bist auch schon ganz gespannt. So, nochmal abklemmen. Und? Immer noch 17,1 Grad. Okay, noch ein bisschen wackeln. Ja, trotzdem noch 17 Grad. Gut. Also, das hat nicht so richtig Wärme gemacht. Aber dafür zieht jetzt, hey, das zieht mehr. Die Glühlampe zieht auf alle Fälle mehr. Als nur wenn es spratzelt. Okay, gut zu wissen. Na, machen wir es mal wieder spratzelnd. Ja, Tatsache. Wenn es spratzelt, zieht es weniger. Okay, na gut. Dann müssen wir dem etwas länger Zeit lassen. Uha! Hätte ich mal eher drauf achten sollen hier, ne? Also, obwohl geht der Kondi noch? Ja, ich dachte, mir hat sie Kondi durchgehauen. Jedenfalls, der hat jetzt, ist jetzt schon das zweite Mal explodiert. Also, hier seht ihr das, richtig hochgegangen, sozusagen. Hat dann über 1 Ampere Strom aufgenommen. Mal gucken, ob das jetzt nochmal macht. Ja, genau. Ihr seht das schon, 600, 700 Milliampere. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Also irgendwie habe ich das noch jetzt hier richtig drauf. Ich habe da extra ein paar Platten angeschlossen hier. Da hat sogar Wasser reingedrückt. Ach du meine Nase, und das ist ganz oben. Was da jetzt wieder los ist. Boah, das ist so interessant. Jetzt schon wieder explodiert. Mal gucken, ob ich es mal drauf kriege, wenn ihr mir zuguckt. Von oben vielleicht noch besser zu sehen, oder? Ja, der ist noch in der Einlaufphase. Also es wundert mich, vorhin in der Einlaufphase war so bei 50 mA, habt ihr ja gesehen. Und dann nach dem ersten großen Knall ist es extrem nach oben gegangen. Ich habe dann auch die Nadel viel weiter zurückdrehen können. Also wenn da jetzt auf einmal viel mehr Volumen drin ist, ob ich ein Leck drin habe, ob da anderes Wasser mit reinkommt. Ah, Mist, wieder verpasst. Ja, alle 10 Minuten ist es ungefähr. Gut, die Stromaufnahme wird jetzt schon ein bisschen geringer. Vorher war sie immer über 400 mA, jetzt wenigstens schon wieder unter 400 mA. Also, boah, jetzt zieht er schon seine 10, 20 Watt ungefähr. Dann warten wir mal noch ein paar Minuten. Und dann hoffe ich mal, dass ich zur richtigen Zeit nochmal einschalte, um nochmal so eine kleine Explosion, Implosion, ja, wer weiß, irgendwas jedenfalls, es pufft, dann knallt jedenfalls nicht. Na toll, gerade die Kamera in Position gebracht und früher gepufft als erwartet. Letztes Mal hat es nämlich bei 38 gepufft. Und jetzt habe ich gedacht, schalte sie bei 44 ungefähr ein und
Okay, also 8, dann müssen wir 6 Minuten warten. So ein Mist. Das Ding vergackeiert mich. Jetzt ist es bei 47 losgegangen. Ich lasse jetzt die Kamera einfach mal laufen. Hoffentlich hält der Akku so lang durch. Ah, nee, bei 50, bei 51 schalte ich euch rein, okay? So. 51. Endlich! Endlich habe ich es mal drauf gekriegt. Okay, bei 55 hat er das letzte Mal gepufft, bei 22.03. Wann sonst? Also das verstehe, wer will. Jetzt ist der nächste Tag und ich habe es jetzt schon 2,5 Stunden ungefähr laufen und es ist noch kein einziges Mal explodiert. Die Stromaufnahme ist hier, ihr seht, so jenseits den 50 mA irgendwo bei 20 kurz rum. Meine Back-EMF-Leuchten leuchten ordentlich. Jetzt konnte ich auch den Trafo wieder dazwischen klemmen, ohne dass es andauernd explodiert ist. Hier drinnen funkt es jetzt nur ab und zu mal. Und ja, ich weiß jetzt absolut nicht, wie ich das zu nehmen habe. Ich habe nichts verändert an dem Aufbau seit gestern, zumindest was die Stromversorgung betroffen hat. Ne? Also ich habe das vorher auch ohne Trafo probiert und da war es genauso schön ruhig und hat nur 20 mA aufgenommen. Also es kapiere, wer will. Das ist so ein Ding, was beobachtet werden will. Also sowas hier unbeobachtet laufen lassen, ja, das kommt jetzt erstmal nicht in Frage. Na gut, okay, ich glaube 1-2 Stunden habe ich noch, dann habe ich meinen nächsten Termin. Mal gucken, was die Werte bis dahin sagen. Aber ich meine, jetzt mal Over Unity Heizung hin und her, ne? Mit der Stromaufnahme hier unter 50 mA, also sagen wir 25, je nachdem, ne? Und das, na, ihr kennt das ja, selbst wenn man hier mit 50 mA rangeht, das sind zweimal 30 Watt LEDs. Zweimal. Und die Spannung ist bei 56 Volt. Ja gut, vorhin waren wir nach 2-3 Stunden bei 20 Grad Celsius gewesen. Jetzt habe ich richtig Zeit am Stück. Ja, 19,3, 19,4 Grad Celsius. Okay, na dann, auf ein neues. Gut. Das ist also die Startzeit. Exakt eine Stunde später 19,8 Grad Celsius. Weiter geht's. Grad, 20 Grad. Dann kann man schon mal 20 Grad gelten lassen. Ne? Weiter. Komma eins, 20,01, 20,02.
Naja, muss ich mir dann wiederholen. Hier oben leuchtet es erstmal genug. Jetzt habe ich mir es doch mal getraut, für ein paar Stunden in den Garten abzuhauen. Jetzt haben wir es 19.17 Uhr. Und so hell sind immer noch die LEDs. Ich gebe zu, die Frequenz ist ein bisschen niedriger. Ist nochmal ganz so laut, aber guck doch mal bitte hier auf die Stromaufnahme. Das ist was, was ich selber nicht fassen kann. Entschuldigung. Also schon allein, dass man mit so einer Stromaufnahme und ein paar 50 Volt, also hier das so, das ist unmöglich bisher. So, jetzt habe ich es gesehen, ab jetzt ist es möglich. Und jetzt gucken wir mal, wie die Temperatur ist im Sekundärbehälter. Aha, okay, also da ist der ganze Strom dann hingegangen in die LEDs, weil wärmer ist es nicht geworden. Vorhin waren wir bei 20,02, jetzt bei 20 Grad direkt. Hier rundherum habe ich die Heizung auch ausgelassen, wo ich weg gewesen bin, aber trotzdem. Dann muss ich dann nochmal einen Versuch machen ohne die LEDs. Ist zwar noch nicht ganz genau eine Stunde her, seitdem ich da auf nur Blitzmachbetrieb umgeschalten habe. Also ich mache kein Licht mehr, sondern schicke die ganzen Blitze da rein. Trotzdem ist es aber genau eine Stunde her, als wir das letzte Mal aufs Thermometer geguckt haben, ne? Wo es 20 Grad Celsius gewesen ist. Das ist jetzt die Stromaufnahme. Wir können mal ein bisschen draufhalten, fairerweise, weil auch hier hat er ab und zu Kurzschlüsse. Ja. Ja. Jetzt sogar unter 0? Nee, jetzt kommt der Kurzschluss, genau. Mal kurz ist er da und dann peddelt er und wieder fast zero. Das ist der Schatten, ne? Ja, hier. So, hier müsst man es sehen. Also, mit dem Zeitaufstand, ja, kann ich ja dann ungefähr mal einen Mittelwert ausrechnen. Hat er dann ungefähr immer seine Kurzschlüsse gehabt. Ich mache es jetzt, das kann ich gleich mal gucken. Mal schauen, ob er denn überhaupt noch hier schwingt. Ja, also schwingt trotzdem noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat sich's ausgeschwungen. Ach, das war einmal zu viel gewesen. Schade. Gucken, ob es wieder. Ah, doch, jetzt geht's wieder. Ab und zu. Ja, also wenn ich es direkt rannehme, dann geht's nonstop. Über die Spule geht's nicht mehr. Ja, aber wie viel Grad haben wir denn jetzt? So, dazu ausschalten, dass wir keine Störungen reinbekommen. Und 19,9 Grad. Das hat nicht viel gebracht. Gut, dann starten wir die letzte Testreihe nochmal 21.22 Uhr. Da eine mittlere Stromaufnahme zu nehmen, ist ziemlich schwierig. Und ich gehe jetzt mal wieder in Deckung, weil ich glaube, ja, da wird dann wieder etwas puffen. Also ich habe jetzt 21.48 Uhr, eine halbe Stunde später nochmal geguckt. Da sind wir jetzt immerhin schon wieder bei 20 Grad. Also ich glaube, das mit der
Lampe nebenbei leuchten lassen. Das hat keinen Effekt irgendwie. Also machen wir es jetzt wieder ohne Lampe. Machen wir den Modus, der am geilsten aussieht, nicht ganz so laut macht, aber ab und zu Puff macht. Heute pufft es nicht. Tja, da sind wir wieder bei unseren 50 mA. Naja, gucken, was die paar Minuten gebracht haben. Dürfte ja nicht viel sein. 20,02. Also mit kaltem Wasser gebe ich es jetzt auf. Du musst mal vorheizen. Auch nicht schlecht. Kann ich das Ding endlich mal ausprobieren? Kennt ihr sowas hier? Es werden einige von euch sagen, hey, ganz normaler Tauchsieder oder was? Ja, fast. Also irgendwie, kommen wir mal ins Licht hier. Sind hier irgendwelche Plättchen drauf und an den Plättchen liegt direkt 220 Volt an. Ja, und dann wird es nur mit dem Strom hier praktisch warm gemacht. Es ist kein Heizstab oder sowas drin. Ne, es sind nur diese speziell beschichteten Plättchen. Keine Ahnung, was da drauf ist. Jetzt sind sie jedenfalls, am Anfang waren die richtig schön glänzend gewesen. Jetzt nach dem ersten Mal benutzen, tut sich schon Kalk oder irgend sowas drauf ablegen. Keine Ahnung. Jedenfalls 300 Watt ziehen die Dinger. Und ja, dementsprechend machen sie das Wasser halt auch warm. Ich habe es mal zum Aufwaschen genommen, also mir ist nichts passiert. Man kann dann die Hände reintun ins Wasser, auch wenn da direkt der Strom drauf ist. Das finde ich schon eine coole Sache. Chinesischer Wasserkocher heißt es. Und wie ist die englische Bezeichnung? Muss ich nochmal gucken, oder was ich gefunden habe. Ja, komplett safe. Ja, steckt jetzt schon in der Steckdose drin. Volle Kanne und wird nichts heiß. Ne, geht noch gar nicht los, weil das geht halt erst los, wenn da Wasser dazwischen ist. Ja, also selbst wenn ihr das irgendwo drin lassen solltet und vergesst den Stecker rauszuziehen, dann hört das Ding auf mit Heizen, wenn das ganze Wasser verdampft ist. Macht ein Heizstab so nicht. Ne? Also wenn da keine Sicherung eingebaut ist oder so. Ja, finde ich simpel, einfach und genial. Ja, jetzt muss ich das Ding hier irgendwie aufkriegen. Uiuiui. Habe ich das festgesogen? Gut. Na dann, warten wir mal, bis es so auf 60 Grad aufgeheizt ist. Ja, das geht jetzt schon ein bisschen schneller. Diesmal gibt es kein Happy End. Also, ich lasse das jetzt. Beim Vorheizen habe ich die Zeit vergessen. Hier drin sind wir jetzt bei 93 Grad Celsius vom Wasser. Und die Stellen, die ich mit Heißleim, sogar diesem Konstruktionsheißkleber da verbunden habe, die lösen sich jetzt so nach und nach auf. Da muss ich erstmal wieder warten, bis es kalt geworden ist. Ja, also Reaktor erstmal kaputt da. Tja, hat also keinen Sinn, das so Pi mal Daumen zu basteln. Ja, faszinierend. Also für 100 Grad war er dann definitiv nicht ausgelegt. Da ist er vollgelaufen, der Reaktor. Das ist geschrumpft. Ja, und der Rest ist alles voller Heißleim. Ja, mal warten, bis es trocken ist. Und dann, glaube ich, kann man das einfach so... Tja,
Naja, mal gucken, wie lange das dauert, ehe ich da nochmal einen Reaktor baue. Ah gut, ein paar Mal fast explodiert ist er. Bisschen Nervenkitzel hat man gehabt. Ja, na gut, also ob da irgendwas dran ist, zwecks Over-Unity-Heizung oder nicht, das kann ich euch jetzt mal rausfinden lassen. Ich habe jetzt erstmal andere Sachen zu tun. Es ist Frühling, Pflanzzeit,